Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Dienstag, der 12. März und heute ist mal wieder der Dow Jones dran. Den haben wir jetzt seit rund 2 Wochen nicht mehr gemacht. Wir haben 16.52 Uhr, das heißt, der Dow Jones ist im vollen Handel. Vor sich sehen Sie den Chart, eine Kerze, ein Tag. So, und jetzt gucken wir mal auf den Tag rauf. Meines Erachtens nach gilt diese Linie hier bei rund 26.246 als doch recht großer Widerstand. Einmal durch den Chart, zweimal durch den Chart und da liegt auch das obere Band. Das Interessante ist, dass die Bänder immer weiter zusammengehen. Ja, obwohl wir jetzt hier eine ordentliche Bewegung hatten, die teilweise wirklich kritisch war, in der Nähe der 200-Tage-Linie, er sich aber wieder reingerettet hat und momentan ganz knapp unter der 10- und 20-Tage-Linie handelt, gehen die Bänder weiter zusammen. Das heißt, ich vermute, dass wir das wahrscheinlich noch ein bisschen fortsetzen werden, vielleicht so 3-4 Tage hier rüber gehen, ein bisschen seitwärts. Ich glaube nicht, dass wir die Bänder nach unten oder nach oben verlassen werden. Das ist mal so eine Annahme. Auffallend ist, das sehen Sie hier, das erste Mal geht der 10-Tage-Gleit im Durchschnitt durch den 20er. Das ist erstmal grundsätzlich negativ. Ja? Und wir handeln auch drunter, das ist auch nicht positiv. Vom MACD her sind wir relativ neutral, relativ entspannt. Es ist ja auch eine Seitwärtsphase im Großen und Ganzen seit Anfang Februar. Die Stochastik, der Oszillator, gibt allerdings ein Kaufsignal auf relativ tiefem Niveau. Deswegen vermute ich vor dem Hintergrund des Tageschartes, dass wir durchaus nochmal hier über die 20-Tage-Linie gehen können, innerhalb der Bänder bleiben. Ich glaube allerdings nicht, dass wir hier ein neues High machen. Das ist nicht so wie der Nasdaq, der ein neues Jahreshoch gemacht hat oder gerade eben dabei ist, eins zu tun. Dafür werden dann schon die Boeing sorgen. Wie auch immer, er hat aber die Chance vor dem Hintergrund dieses Oszillators, dass er nochmal ein bisschen hochgeht. Ich glaube allerdings nicht, dass er drüber geht. Vor diesem Hintergrund werde ich ihn gleich auch gar keinen Call nennen. Ich mache das diesmal nicht, ausnahmsweise nicht. Ich habe meistens einen Call oder eigentlich immer einen Call und einen Put, aber ich nenne ihn gar keinen Call. Andererseits sind wir unter eben diesen kleinen Durchschnitten, unter der 10- und 20-Tage-Linie, in der Nähe des unteren Bandes, relativ nah an der 200-Tage-Linie, sodass ich vermuten muss, dass wir uns hier nochmal mit dem Ding auseinandersetzen. Und ich glaube eher, dass der Dow Jones Index eher mal ein bisschen Luft schnappt. Der ist jetzt ordentlich wirklich gelaufen. Wir sind am Ende, naja, nicht ganz am Ende, aber wir sind bald am Ende des ersten Quartals. Ich war mit der Meinung, dass das erste Quartal durchaus okay werden kann. Ich bin recht pessimistisch eigentlich für das zweite Quartal und hier beweise ich Ihnen jetzt auch warum. Das ist der Wochenchart. Fette Aufwärtsbewegung. Ganz gruselige schwarze Kerzen. Verkaufssignal im MACD. Verkaufssignal über den Oszillator. Ich muss davon ausgehen, dass wir wenigstens mal 50% von dieser Bewegung hier nachgeben können und dann irgendwo so bei 24.000 liegen auf Sicht der nächsten 4 bis 8 Wochen. Für mich hat der Dow kurzfristig, damit meine ich jetzt die nächsten 3 Monate, sein Soll erfüllt. Ich kann mir keine neuen All-Time-Highs vorstellen. Ich glaube es nicht. Und vor diesem Hintergrund gehe ich jetzt wieder zurück auf den Tag und erzähle Ihnen was über einen Put. Den möchte ich gerne, ich hole ihn hier schon mal rein, ich habe vorbereitet, den möchte ich gerne etwas weiter weglegen. Und zwar hier bei 26.440. Da sind wir ungefähr hier. Und ich glaube, dass das reicht. Das ist kein Kauf für heute, hier und jetzt, sondern ich erwarte eigentlich, dass wir kurzfristig leicht negativ vielleicht nochmal etwas nach oben gehen können. Und da muss man in dem Moment abpassen, wann man den kaufen kann. Aber die Basis, die ich mir aussuche, ob die Logschluss kommt, ist die 26.440. Das ist ein Schein von Goldman Sachs, unlimitiert, mit der Kennnummer GM6X0X. GM6X0X. Wie gesagt, ich nenne heute keinen Call. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.